Auf geht's. Moin Leute. Moin. Wir wollen euch heute zwei Scheren vorstellen von der Firma Zanon. Die kommen aus Italien. Lieber Berufskollege aus Süddeutschland hat uns angesprochen, ist ja auf unseren YouTube-Kanal gestoßen und hat gesagt, Mensch, könnt ihr die mal vorstellen? Hat mit der Firma Zanon geschnackt. Auf einmal waren die Scheren da. Und Michi und ich wollen das jetzt mit euch zusammen machen. Wir haben hier einmal mit Kabel, mit Akku, 2 Kilo wiegt das zusammen. Kilo die Schere, Kilo das Akku. Form schön, du hast die Hosenträger nicht mehr. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal... An ist sie schon. Du drückst hier einmal länger rauf, dann zeigt sie dir deinen Stand. Den Akkustand an, da haben wir 93%. Wir können das aber jetzt auch nochmal richtig machen. Schalt sie mal aus, Klinge zu. Hier rauf drücken. Loslassen. So. Die Schere ist aus. Jetzt starten wir die Schere. Ich drücke hier einmal rauf. Es erscheint Zanon Tiger. Sie ist auch schnell gestartet. Papa lässt jetzt gedrückt. Sie fährt von alleine auf. Und wie schnell. Ja. Geht wirklich so, gut. Jetzt haben wir hier auch 2 Öffnungszeiten, hätte ich bald gesagt. Also ich denke mal einmal 70% und einmal 100. Und wie schnell das geht. Ja. Jetzt wollen wir nochmal leise sein eben. Ich mache jetzt nochmal. Und wieder auf. Hier am Akku hören wir ein akustisches Signal. Ich finde das sehr hochwertig. Das Geräusch, wenn ihr, ne? Wenn ihr das hört. Ich werde sie jetzt mal die Tage über einen ganzen Tag mitnehmen. Und wir werden das einmal vollladen. Und dann sagen wir euch auch mal, in einer richtig normalen Ertragsanlage, wo man normal arbeitet, 8 Stunden am Tag, richtig gucken, was das Ding verbraucht, wie verhält sie sich. Da machen wir dann nochmal ein Zusatzvideo. Ja, das werden wir so. Extra Video. Wir werden jetzt hier nur die Vorstellung machen, dann ein extra Video zum Schneiden. Ganz genau. Auch ein geiles Logo hier, ne? Schönen Tiger drauf. Ja, sieht gut aus. Auch was sie alles bauen, ne? Die machen ja auch Kompressoren, Fräsen. Ja. Ich glaube Mulcher. Mulcher. Alles für Sonderkulturen. Also ich glaube, das ist schon eine ordentliche Werft da. Ja. So. Ja, so viel dazu. Hier nochmal eben. Werkzeug ist auch dabei. Ein Schleifstein. Ladegerät haben wir hier auch alles. Ein bisschen Schmierfett, Öl. Und wirklich schön verpackt auch, ne? Hochwertig. Dann kommst du jetzt zu deinem Ledertäschchen. Ja. Hier haben wir eine schöne Ledertasche, sehr stabil verbaut. Was ich gut finde, dass die Öffnung super gemacht ist. Gerade wenn das Handy klingelt, du kannst deine Schere eben schnell reinpacken und sie liegt nicht irgendwo unten auf der Erde. Ganz toll hier auch mit dem Gurt dazu. Passend kann man sich den zu seiner Figur einstellen. Hier noch einmal ein schönes Benzel mit Klettverschluss, dass du eine schöne Formführung hast am Unterarm vom Kabel. Wir reden da über 2 Kilo. Wirklich, das Akku ist sauber am Körper zu verbauen, wo man das tragen will, ob man das zwischen den Beinen haben will oder hinten. Ja. Das ist scheißegal. Nein, geile Schere, jetzt kommen wir zur nächsten. Ich würde sagen, wir springen rüber und haben das hier auch schon wieder ausgepackt. Genau. Wir haben hier, was ihr seht, 3 Akkus mit im Set enthalten. Ladegerät, Schere, Werkzeug, Öl, alles dabei. Ein Ladegerät, was alle 3 Akkus hintereinander aufladen kann. Ja. Was hier auch nochmal gekennzeichnet wird, welches Akku gerade am Laden ist mit Rot und Grün. Ja, hier schließen wir das an, eigentlich selbsterklärend. Ich würde sagen, du steckst den Akku mal rein, machst die Schere mal an, ne? So, sitzt. Hier unten haben wir den roten Knopf. Zum Ein- und Ausschalten. Sie piept, dann ist sie eingeschaltet. Das Display leuchtet auf. Wir sehen hier, wir waren jetzt nicht schnell genug. Wenn du startest, siehst du hier die Schnittzahlen, die sie in ihrem Leben gemacht hat. Resettet dann auf 0, damit du die aktuellen hast. Hast hier einmal ein Symbol für die... Seht ihr das überhaupt so? Hast hier einmal ein Symbol, wo die Klinge gerade ist, also ob sie zu oder auf ist. Und hier oben den Akkustand mit 40%. 2-mal drücken, die Klinge öffnet sich. Ja. Wir haben hier eine Schnittweite von 25 mm. Auch wirklich schnell, ne? Flott. Also wenn du jetzt hier so, ne, eben anschneiden und so, Breburn, kurzes Holz und so. Ja. Du kannst uns schön beweglich in der Hand. Du wirst jetzt die Klinge, hier den Auslöser gedrückt halten. Dann kommt gleich ein Signal. Sie piept jetzt. Und jetzt öffnet sie nur noch 70%. Da müssen wir sagen, hat uns bei dieser besser gefallen, geht wesentlich schneller, ne? Geht schneller, da geht's schneller. Also wir wissen, sie können es schon mal, der Hersteller kann das auch schneller. Ja. Vielleicht gibt es dann ein Update, dass man das dann auch noch flotter machen kann. Das ist natürlich richtig handlich, ne? Das ist richtig, ja. Sie liegt gut in der Hand. Wenn du jetzt gedrückt hältst, bis sie das zweite Mal piept, sie piept jetzt das erste Mal, jetzt nochmal gleich. Jetzt lässt du los, dann bleibt sie geschlossen und ist im Standby. Und geht nicht aus. Deine Schnittzahlen, die du gerade gemacht hast, bleiben erhalten. Ja. Und wenn du jetzt wieder weiterschneiden willst, 2-mal tippen. Sie fährt wieder auf und das jetzt schneidest auf, du. Und die Schnittzahlen, schneide mal. Und die Schnittzahlen gehen wieder hoch. Das ist wirklich, so gut. Wirklich gut. Ja, was man hier auch sehr schön sehen kann, wenn hier mal Spiel in der Klinge ist, man kann das vernünftig verstellen mit dem Werkzeug, was dabei ist.
Das sieht auch ordentlich aus. Eine Ölkanne ist auch bei, dass ihr das einmal hier nach dem Tagesablauf ordentlich ölen könnt. Ja, es sieht auch robust aus, ne? Und wie gesagt, hier wieder ausmachen. Gleich geht die Lampe aus. Nee, ist schon aus. Das Display ist schon aus. Und du kannst vernünftig, also brauchst nur hier leicht drücken, kannst das Akku einführen. Du kannst sie auch überall mitnehmen, ne? Die sind ja wirklich nicht groß. Du kannst sie überall hinstecken. Ja, was ich hier an schön finde, die passt ja auch in eine Geschirrkiste vom Träger. Gerade wenn du noch mal andere Sachen machst oder so. Mensch, ich muss da oben noch was schneiden oder so. So eine Schere kann ich mir auch vorstellen. Ich würde auch im Sommer sowas auch gerne mal eben mitnehmen, wenn ich irgendwo ein bisschen Sommerschnitt mache. Mit diesen kurzen Anschlägen, was ihr eben gesehen habt. Ja. Ne? Ich bin relativ flott und ich schon meine Hand. Wir wollen ja alle irgendwo 100 Jahre alt werden. Also brauchen wir auch vernünftiges Werkzeug. So Leute. Wir waren eben auf der Internetseite drauf, Papa und ich. Im Programm haben wir jetzt auf der Internetseite nur dieses Modell gesehen. Könnt ihr auch gerne in den Kommentaren nochmal verbessern, falls wir da was Falsches sagen. Und von den Kabelscheren gibt es eine Menge Auswahl. Ne? Da gibt es auch andere Schnittgrößen. Ja. Diese ist, denke ich mal, brandneu im Programm. Wird bestimmt auch bald noch eine größere Klinge kommen, dass du auch vielleicht 4 cm Äste schneiden kannst. Ja. Oder willst du dies nochmal eben einblenden hier? Genau, hier ist ein Ansprechpartner. Könnt ihr dann ja auch auf Stopp drücken. Kann man das so gut sehen? Ich denke schon. Wir haben eigentlich alles gesagt. Schöne Verpackung, man kann die schön verstauen, in der Ecke stellen, wenn man sie nicht braucht. Wir haben das Video nicht zu lang gehalten, sonst guckt sich jetzt auch keiner an. Wir sind jetzt hier ungefähr bei 7 Minuten mit Schnitt ein bisschen weniger. Ja, wir testen die Scheren jetzt für euch. Jede kommt mal einen Tag mit raus von den Scheren, richtig in der Trassanlage. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Schreibt jetzt unter das Video in die Kommentare, was ihr wissen wollt, damit wir im zweiten Teil das dann auch gleich beantworten können. Okay, alles klar, in diesem Sinne würde ich sagen. Bis denn. Ciao. Danke, tschüss.